Papi? Was denn? Hier ist noch ein Geschenk für dich. Oh, cool. Von wem denn? Weiß nicht, guck mal nach. Oh, von Martin, Fischcandy. Cool. Boah, ich pack ich gleich aus, oder? Nee, mach lieber unter der Kamera auf. Okay, gut. Geil, da freue ich mich ja. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Unboxing der Fischcandy Christmas Box. Da bin ich sehr gespannt. Kostet 100 Euro, sind tatsächlich auch noch welche im Shop verfügbar, habe ich gesehen. Routenempfehlung, 15 bis 35 Gramm. Verschiedene Sachen drin, Softbaits, Hardbaits, Terminal Tackle. Von allem etwas, würde ich jetzt mal schätzen. Also laut Internetseite auf jeden Fall von allem etwas mit dabei. Lese ich jetzt aber nicht vor. Ich würde sagen, wir finden es einfach raus und machen das Paket mal auf. Link in der Videobeschreibung, sind immerhin noch welche verfügbar. Dann würde ich mal sagen, legen wir einfach los. Hat meine Frau so schön eingepackt hier das Paket. Besser, wie ich sie könnte. Naja. So. Reiß das jetzt mal auf hier. Alles klar. Ach, dieser blöde Versandaufkleber da oben genau drauf. Warte mal, Moment. Moment. Ach, furchtbar unprofessionell. Ach, original wie zu Hause hier, ne? So. Ich schneide es mal jetzt außerhalb der Kamera kurz auf, damit man den Versandaufkleber nicht unbedingt sieht. Muss ja nicht jeder wissen, wo ich wohne. Obwohl tatsächlich meine Adresse auch... Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich habe mir, glaube ich, ein Postfach zugelegt. In der Kanalbeschreibung steht. Aber egal. Ich mache es jetzt einfach mal auf hier. Schwupps. Ah. Ganz genau. So. Da ist das gute Stück. Oh, das ist aber toll. Das ist aber schon. Das ist schon wieder so ein kleines Highlight hier. Ich pack's mal kurz beiseite. Aufkleber. Eine Zuckerstange. Sehr geil, sehr weihnachtlich. Und das ist das gute Stück. Hol ich mal raus. Moment. So, da ist er. Also, was haben wir dabei? Natürlich eine Zuckerstange. Im Pride-Look hier, im Regenbogenfarben-Look. Dann haben wir hier einen schönen Weihnachtsbaumaufkleber, natürlich mit einem Fisch-Candy-Stern und ein paar Fisch-Candy-Boxen unter dem Weihnachtsbaum. Das wünscht sich wahrscheinlich jeder Angler. So, ein paar Fisch-Candy-Aufkleber und natürlich noch ein Weihnachtsbaum. Und, sehr geil, eine Weihnachtskugel. Das ist ja wild. Das ist ja echt wild. Aber ein tolles Detail auf jeden Fall. Die hänge ich mir auf jeden Fall gleich an den Baum. Also, wenn ich das Video fertig habe. Ziemlich cool. Sehr nice. Okay, das ist Plaste. Gott sei Dank, kann nicht so schnell kaputt gehen. Sehr gut. Wenn man Katzen hat oder Hunde, die auf komisches Glitzerzeug stehen, ist das auf jeden Fall hier eine Nummer sicherer. Sehr schön. Finde ich richtig toll. Ein tolles Detail. Muss man erstmal drauf kommen. Hätte auch von mir sehen können. Naja. So, und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Hier nochmal das Christmas-Logo. Ansonsten von der Kartongröße her habe ich ja euch schon vor einiger Zeit immer mal ein paar Boxen gezeigt. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was wir denn hier haben. Oh, ich liebe das einfach. Das ist einfach so ein bisschen einfach smart gemacht. Das ist so wie ein teures Hemd auspacken oder ein paar Louis Vuitton-Socken. Als ob ich schon mal jemals welche gehabt hätte, habe ich natürlich nie. Aber wenn ich welche hätte, würde ich die wahrscheinlich auch so auspacken. Also einfach toll. Ganz genau. So, das Kaputtreißen ist immer nicht ganz so cool. Da hoffe ich jetzt einfach, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe und das nicht nochmal machen muss. Ja, habe ich. So. Da ist er. So, da fangen wir hier gleich mal an mit von der Firma Smith, dem Performance Bait Sink Spider. Also so ein ähnliches kleines Spinnkrabbelfiech, Tournament Select 1,6 Inch, also was wirklich Kleines. Gerade ist wahrscheinlich für die Jahreszeit jetzt sicherlich interessant. Mal raus. So, 6 Stück sind drin. Ich schau mal ganz kurz nochmal rauf. Alles japanische Schriftzeichen, also nichts jetzt, wo wir hier eine Farbe richtig ausmachen können. Nö. Also ich würde mal sagen, es ist eindeutig blau. Nee, natürlich grün. Irgendwas mit vielleicht Leim oder Chartreuse oder sowas in der Art. So, haben wir auf jeden Fall schön Glitter mit drin. Sieht man hier grüne Flakes. Auch interessant tatsächlich, habe ich so auch noch nicht gehabt, dass man, wenn man jetzt hier von oben mal guckt,
dass auch welche nach oben und nach unten so abstehen. Oft hat man ja gerade bei Creaturebaits die Fühler oder Füßchen oder was auch immer für eine Tentakel da dran sind, immer nur so an einer Seite quasi, dass die dann hier so rausstehen. Aber hier hat man es tatsächlich sehr in alle Richtungen, ne? Finde ich sehr interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, riecht jetzt nicht besonders nach irgendwas, ist aber JDM eher untypisch, tatsächlich UV-aktiv. Wow. So, dieses UV-aktive ist natürlich auch immer so eine Sache. Habe ich auch erst wieder in den Kommentaren zu meinen Adventskalender-Videos gelesen, dass tatsächlich sowohl Hecht, Barsch als auch Zander UV-aktive Farben eigentlich gar nicht wahrnehmen können, ne? Also, ob das stimmt, weiß ich tatsächlich nicht. Aber interessant auf jeden Fall. Ganz genau. Warum denn da so Wert drauf gelegt wird? Ob es eher so ein Verkaufsding ist, dass man halt mit einer wie sagt man denn, mit einer Produktspezifikation mehr aufarten kann? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Dann haben wir hier, oh, das ist mal ein neues hier von Ziga Fluoro Shock Leader 10 Lübs, 30 Meter, Durchmesser 0,26. Also natürlich hier super fürs Barschangeln. Gar keine Frage. Da ist es eine schöne kleine Spule. 30 Meter. Habe ich auch 30 vorgelesen? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. 10 Lübs und 30 Meter, ganz genau. Ja, sehr schön. Schönes kleines Teil hier natürlich, wenn man leicht unterwegs ist. Sowieso super, braucht man nicht so ein riesen Ding mitschleppen. Und 30 Meter ist auf jeden Fall auch eine ordentliche Größe. Ganz genau. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch was Wichtiges. Und zwar, das sollte Schokoball, das sind Süßigkeiten. Die habe ich tatsächlich auch auf der Messe auch gegessen. Die waren sehr lecker auf jeden Fall. Ziemlich geil sehen die aus. Ja, sind sogar noch haltbar bis Mai 23. Eieiei, da habe ich Hochzeitstag. Hoffentlich vergesse ich das nicht. So. Dann geht es hier weiter mit dem Winnow 95 von Nikko Next Generation Softbaits. Ultra Durable Realistic Action. Naturally Scented, also natürliches Flavor sozusagen. Floating Material, also auftreibend. Und natürlich Made in Japan. Packen wir auch mal aus. Sehr natürliche Farbe. So ein bisschen grün. So, da haben wir schon Freiwilligen. Oh ja, das ist hier. Also, ohne dass ich es jetzt gelesen habe, aber ich habe es sicherlich auch überlesen. Also, erstmal ist es natürlich Green Pumpkin. Hakengröße steht auch drauf, finde ich sehr geil. Also, am besten 3-0er Haken hier verwenden. Und das sollte auch wieder so ein Material sein, was am besten alleine gelagert wird. Also, jedenfalls nicht mit normalen Gummifischen, in denen Weichmachern sind. Einfach, um da nicht einen riesengroßen Klumpen irgendwas nachher zu haben. Die erinnern mich tatsächlich sehr an, ich glaube, sie sind von 13's Fishing. Da gibt es auch welche, die so sehr, ich sag mal, fast so ein bisschen eckig, kantig aussehen. Wenn man hier von oben mal guckt, sieht man das auch, was ich meine. So ein bisschen, so erinnern mich die jedenfalls so ein bisschen daran. Ansonsten haben die hier sehr wenig Material. Das sieht man ja halt sehr schön, wenn man die auseinanderzieht. Wie wenig hier eigentlich in der Mitte ist, sorgt natürlich auch dafür, dass wir hier sehr viel Flexibilität drin haben. Also auch ein schönes Teil hier. Und voraktiv? Nö. Alles klar, schöner breiter Tail hinten dran. Steht nochmal Nico nochmal drauf. Da sieht man natürlich auch, muss man mal ehrlich sagen, die, ja, sag mal, die wahrscheinlich Preiskategorie von solchen Ködern. Wenn ich einfach mal jetzt hier gucke, da haben sie sich einfach mal gedacht, nein, wir machen das jetzt nicht glatt. Wir machen hier hinten einfach mal noch so ein Karo-Muster rein. Wofür das ist, weiß ich nicht, aber es könnte auf jeden Fall was bringen. Man sieht hier keine Gussreste irgendwie. Also, das ist schon einfach, ja. Wahrscheinlich von der Machart her und von den Produktionskosten her ein teurer Köder. Ne? Auf der Tasche, oben und unten. Ziemlich geil. Ja. Ein ordentliches Teil hier für schöne, fette Barsche. Kann man das auf jeden Fall machen. Wie waren die denn alle hier drin? So. Ach komm, mal später. Perfekt. Dann haben wir noch einen Aufkleber. Alles klar. Dann haben wir hier von der Firma Hideup den Creative Softbaits, achso, so heißt er natürlich nicht, den Ups. Ich glaube, der heißt einfach nur Ups. In 3-Inch, das sieht ja auch wild interessant aus hier. Designed by Hideo Yoshida. Gesundheit. So, Hakengröße höchstwahrscheinlich 1 bis 3 können wir hier verwenden. Die packen wir auch gleich mal aus. Die sehen ja auch interessant aus. 3-Inch hat er höchstwahrscheinlich auf jeden Fall. Auch noch nie gesehen so. Oha, die Packung ist aber auch interessant zu öffnen. Ne. Ne.
ich was falsch gemacht? Ich hoffe nicht. Also ich habe schon ziemlich viel falsch gemacht, aber beim Öffnen jetzt hier gefühlt eigentlich nicht. Einfach mal so. Mal gleich das Messer nehmen sollen. Ne? Okay, es ist ganz schön kurz. Das könnte jetzt hier wieder länger dauern. Schnappt euch einen Snickers. Nee, geht. Auch noch nie gesehen. Also was das alles... Achso, ich wollte es gerade auseinander machen, aber es ist ja schon offen. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja echt wild. Das ist ja echt wild. Oh Gott, da fallen sie alle raus. Moment. So, der wieder rein. Der hat hier hinten so eine Art Faden eingearbeitet. Als Tail. Das ist ja auch geil. Noch nie gesehen. Das ist echt wild. Vorne, ja, ziemlich normaler Gummifisch. Hier aber auch schön mit so einem, ja, Rippenmuster, sage ich jetzt mal so. Tolle Farbe, sehr natürlich, so ein bisschen Glitter natürlich drin und um dann unter Wasser natürlich auch schön viel Reflektion zu haben. Oben dann mit ein bisschen Grün sogar noch mit bei, unten eher nur silbrige Flakes und ansonsten hier hinten schon mit so einem kleinen Buschel drin. Das ist schon ein bisschen cool, noch nie gesehen. Nicht UV-aktiv, geil. Also das werde ich auf jeden Fall mal fischen hier. Was das alles gibt. Also da bin ich echt gerade ein bisschen, ich habe ja nur echt schon gefühlt 16.000 verschiedene Gummifische in der Hand gehabt, aber auch das ist mir jetzt hier neu, Tatsache. Das ist wild. Der Ups von Hideup. Schon geil. Schon ein bisschen geil. So, rein damit. Weiter geht's. Oh Gott, schon 11 Minuten, das wird einmal ein langes Weihnachtsvideo. Dann natürlich von Derakoop, den, ja, von Jack All, den Derakoop, Entschuldigung, so natürlich. Schön blöd. So, der hat 7 Gramm oder eine Viertelunze. Das ist natürlich ein toller Jig-Spinner, ein Searchbait. Ich habe auch auf der Seite das Wort Spybait gelesen, würde sicherlich auch ganz gut passen. Also, natürlich dafür da, um erstmal natürlich viel Distanz zu überwinden. Der Köder ist für seine Größe natürlich ziemlich schwer, einfach weil er auch aus Vollmaterial ist. Und wir können den natürlich in verschiedenen Gewässertiefen fischen, um dann gezielt auch viel Fläche, viel Tiefe und Höhe, sagt man das so im Wasser? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Abzusuchen und natürlich da auch die Fische zu finden. Hoffentlich, im Idealfall. Hier hinten haben wir ein schönes Colorado-Blatt dran. Ansonsten tolles Teil. Oft kopiert. Ich würde jetzt gerne sagen, nie erreicht, aber da habe ich leider zu wenig Anglererfahrung mit. UV-aktiv ist er hier in jedem Fall. Und sieht auch einfach toll aus, oder? Schönes Ding. Wow. Fällt mir sehr gut. Really, really, really nice. Rein damit. Nee, so rum. Ups. Falsch rum. So. 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 Weiter geht's. Dann haben wir hier von der Firma Valley Hill den Ebi-Shad. Ein sehr bekannter Köder, natürlich in Großbarschkreisen sehr beliebt. Eine Fischcandy-Sonderfarbe, würde ich jetzt mal sagen, durch den Fischcandy-Aufkleber. 4 Inch. Schöne Barschgröße, also für größere Barsche natürlich. Für meine Gewässer eigentlich, würde ich sagen, sehr gut. Schönes Teil. So ein braun, goldene Flakes. Wirklich hübsch. Wirklich, wirklich hübsch. Offset-Tasche, UV-aktiv. Tolles Ding. Boah. Riecht auch. Ich würde sagen, es ist eher so Tintenfisch-Aroma. So Motor Oil Gold Flake heißt natürlich hier die Farbe. Aber Aroma steht jetzt hier nicht drauf. Auch nice. Nein. So. Weiter geht's. Hubala, der klebt hier ein bisschen fest. Nein, kaputt gerissen. So, den Hyper Football Jig von der Firma Depps. Ein Skirted Jig oder Jig im Rock. Farbe Nummer 57. Auch hier in einer sehr natürlichen Farbe. So ein bisschen mit Braun. Wie kriegen wir den dann auf jetzt hier? Hat der hier irgendwo was zum Aufmachen? Nö, hat er nicht. Alles klar. Dann nehmen wir halt einfach das Messer. Achso, da haben sie dann noch ganz wild noch mal eine Tackernadel dazwischen gemacht. Jetzt hat er verspielt. So, da ist er. Skirted Jig natürlich hier ohne Weed Guard. Nix dran. Der Haken ist hier frei. Merkt man schon, nix da.
Ja, Football Jig natürlich dafür da, dass der Köder, wenn er auf dem Grund ist, sich erstmal nicht hinlegt, ne? Und dann eventuell, wenn es natürlich ein bisschen glatt ist, unten auf dem Grund, also nicht glatt, sondern eben wäre das richtige Wort, natürlich auch ein bisschen nach links und rechts einfach tänzeln kann, ne? Ja, voraktiv wahrscheinlich nicht. Doch, ich würde tatsächlich sagen, der ist so voraktiv. Ja, aber nur so ein bisschen. Auch geil. Schön viel Skirts dran, schön viel kleine vor allem. Das ist ein ganz schöner Buschel hier, von der Menge her einfach. Ich den jetzt mal hier so runterhalte. Ja, das ist natürlich dafür da auch einfach, dass die sich nachher unter Wasser aufstellen. Und da hat man dann einen wirklich schön großen, breiten Köder, der sehr viel, wie sagt man denn, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Sagen wir es mal so. Ganz genau. Auch geil. So, genau, eine Viertelunze, das sind dann also genauso wie quasi bei dem hier 7 Gramm, ne? Ganz genau. Ja. So, rein damit. So, weiter geht's. Dann haben wir von der Firma Fudo Hooks den SSJ in 14 Gramm Hakengröße 2.0 Pure Japan Made. Sehr interessanten, wie sagt man denn hier? Na, wie heißt er denn? Na, das, wo man den Köder raufschiebt. Mir fällt gerade das Wort tatsächlich nicht ein. Das sieht auf jeden Fall sehr gut gemacht aus, einfach damit der Köder natürlich nicht abrutscht. Wie heißt es denn? Baitholder. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, ganz genau. Ja, auch cool. Schöne Packung, 5 Stück drin. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz genau. Weiter geht's. Dann haben wir von der Firma Hayabusa. Ich würde mal sagen, da sind klitzekleine. Nee, was sind. Also, sieht nicht aus wie ein Offset-Haken. Irgendwie. Ja, doch, wie ein ganz kleiner Offset-Haken, ne? Steht nicht drauf. Aber ich würde sagen, es ist sowas auf jeden Fall. 10 Stück sind drin. Größe 2. Wirklich sehr klein und sehr fein. Mal schauen. So, hier haben wir Offset-Haken. Auf jeden Fall in einer größeren Größe, in einer Standardgröße. Ja. Von der Firma Grand Company. Von Nogales, natürlich. Das meine ich natürlich. Ganz genau. 6 Stück sind drin. Und Größe 3.0. So, weiter geht's. Dann, das sieht ja auch wirklich wild aus hier. Mensch, ganz wilde Köder hier von Garagecraft. Den Javelin Neo 97. Ganz genau. Farbe steht nicht drauf. Made in China, aber höchstwahrscheinlich irgendwas ziemlich Dunkles. So, mal raus hier, mal gucken. Schwupps. Nein, rein damit. Oh Gott. Hoffentlich guckt keiner zu. So, da ist er. Ist das ja auch ein wildes Ding hier. Das ist auch wild. Hier mit ganz wenig Material hier. Also, da sieht man ja schon, wie leicht der hier anfängt rumzuschwänzeln und zu tänzeln. Hier so ein V-Tail. Also, das macht bestimmt auch Laune. Mit so einer Art, ja, ich würde mal sagen, Tauchschaufel vorne. Da habe ich auch noch nie gesehen. Echt wild. Und auf jeden Fall ziemlich. Da merke ich auf jeden Fall das Salz. Habe ich das gerade wirklich gekostet? Habe ich. Sehr geil. Sehr interessant. Guck hier mal ganz kurz. Ne, echt schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht. Schwarze Köder tatsächlich auch in den letzten, ja, in der letzten Zeit, sage ich einfach mal, auch irgendwie in den Trend gekommen. Weiß ich auch nicht. Fischen tatsächlich viele sehr gerne. Ja, finde ich auch ganz cool. Irgendwie wieder rein hier. So. Muss dann wenigstens die Packung hier nochmal zukriegen. So. Boah. Einfach am T-Shirt abwischen. Schmeiße ich gleich in die Wäsche. Dann haben wir hier, von der Firma Spybaiting Swiss Edition den Spinbait 72 Alpha Baitcaster Model. Wiegt 15 Gramm, das ist ungefähr eine halbe Unze und Range, also läuft 4 bis 20 Fuß tief, also 4 mal 30 cm, so 1,20 Meter bis 20 Fuß. Naja, irgendwas noch darunter. Kopfrechnen, naja.
Von der Firma Duo natürlich. Reales. Ganz genau. Wollte ich eigentlich auch noch sagen. So. The Vehicle for Japan's Deadly Finesse Technique Spybaiting. Alles klar. So. Da ist er. Ui. Der ist ja auch wild. Propeller vorne an einer Schnute. Das werde ich auf jeden Fall mal fischen, wie sich das anfühlt. Hübsch. Also vom Design her. Propeller vorne, Propeller hinten. Und der Print hier, das sieht schon ein bisschen nice aus. Unten sieht es so tatsächlich fast abgeschnitten aus. Das ist schon ein bisschen wild. Also was das alles gibt, da bin ich echt tatsächlich beeindruckt jetzt. Muss ich wirklich mal sagen. Also ich habe echt schon viel Kram in der Hand gehabt. Aber das ist schon ein bisschen smart. Sehr geil. Der hat... Nee, der ist nicht silent. Aua. Ah. Oh, jetzt. Moment. Nee, der hat... Der hat da eine drinne, die so ein bisschen... So ein bisschen rasselt. Hubala, ist noch so rutschig. Auch sehr geil. Sehr interessant. Really, really nice. Also die Haken sind so scharf. Lecco mio. So, rein damit. Dann haben wir hier ein kleines Set von, ja, ich würde mal sagen, alles aus Tungsten höchstwahrscheinlich. Boah, hier auch noch das ganze Zeug dran. Aus hier. Gott, 21 Minuten schon. Das ist auf jeden Fall wild. So, dann haben wir hier ein paar Bullet Weights, natürlich für Texas oder Carolina Rig. Dann haben wir hier ein bisschen Chebu. Zwei Versionen. Einmal 10 Gramm, einmal, das ist wahrscheinlich auch 10 Gramm hier, ja, ganz genau. Und zweimal, das ist ein Dropshot Bleikeins für Free Rig. Sieht man natürlich oben an dem Teil, was die Schnur oder das Vorfachmaterial hier einquetscht und nicht zum Freilauf freilässt. Klingt auch gerade komisch, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ganz genau. Das kann wieder rein. Da ist man jetzt hier wohl umgestiegen. Ich habe ja schon eine Weile keine Fischcandybox mehr gehabt. Früher hatten wir das ja in so eine kleinen, die fand ich auch sehr geil, so eine Papiertüten. Aber da war halt auch oft das Problem, dass die leider dann leer waren und das alles raus ist, weil das an den Ecken dann ab und zu mal aufgegangen ist. Da ist man hier zurückgegangen auf die kleinen Beutelchen. So, und dann haben wir noch von der Firma Moike, den Smoking Dead. Hört man auch öfter den Namen. Premium Materials 3-Inch ist auf jeden Fall. Dark Red heißt hier die Farbe. Irgendwas wollte ich wohl noch sagen. Moment, hier war doch noch irgendwas, was ich sagen wollte. Green Pumpkin. Achso, genau, hier bei dem. Das ist mir jetzt aufgefallen noch, wollte ich vorhin sagen, habe ich auch vergessen. Floating Material ist also auch hier ein Köder, der wahrscheinlich auftreibend ist, um da natürlich auch in Verbindung mit einem Jigkopf, wenn wir den jiggen, halt möglichst nach oben stehenden Stand zu erzeugen. Ja, naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ganz genau, das wollte ich zu dem eigentlich noch sagen. So, von der Firma Neuke. Der ist sicherlich nicht vorraktiv. Creature Bait. Ne, ist er nicht. Mit sehr interessanten Scheren auch vorne dran. Den kennen wir aber schon, haben wir auch schon mal irgendwo gezeigt hier. Ja, der sieht auf jeden Fall ziemlich krebsig aus, würde ich mal sagen. Ja, die kann man hier höchstwahrscheinlich auch, wenn man möchte, einfach abmachen, um da noch so ein bisschen mehr Bewegung zu erzeugen unter Wasser. Kennen wir ja auch schon so ähnlich vom Kitec. Nicht Easy Shiner, vom Crazy Flapper. Da kann man auch vorne dann die Scheren auseinander machen. Man kann sie aber auch zusammenlassen, je nachdem, was wir für die Jahreszeit haben oder was für Gewässerbedingungen. Mögen die Fische ja manchmal halt mehr oder weniger Bewegung unter Wasser und von daher kann man da so ein bisschen variieren hier. Finde ich ganz gut. Ja, auch toll. So, stand noch was drauf hier. Ja, Shrimp und Fisch. Genau, phthalatfrei und salted for high Density. Genau, ist klar. Also irgendwas mit Salz. Kann sein, dass der jetzt extra schwer ist. Wenn da viel Salz drin ist, gibt es halt auch Köder, die sie halt ein bisschen schwerer gemacht haben. Kann jetzt auch sein, weiß ich aber gerade nicht aus dem Kopf. Und dann haben wir noch einen Spinnerbait von Kerncraft. Den Killers Bait Over. Masaki Onaka Produce. Alles klar. Packen wir mal aus. So, das könnte ich jetzt alles vorlesen. Hier mache ich das aber nicht. So, 10,5 Gramm oder 3 Achtel Unzen. Ganz genau. Schwupps, raus damit. So, da ist er.
riesengroße Blades, also zumindest die hier oben, das schon auf jeden Fall. Der macht sicherlich sehr viel Druck unter Wasser, also davon gehe ich mal stark aus. Die haben auch verschiedene Farben, würde ich sagen. Genau, die ist so ein bisschen silbriger, die ist so ein bisschen ja, ins Anthrazite hier. Die sehen auf jeden Fall sehr schön gemacht aus. Also da hat man jetzt auch nicht nur irgendwie ein Blade genommen, was ja so einfarbig, eindimensional ist, sondern das ist jetzt hier wirklich auch eingestanzt. Das sieht halt sehr cool aus. Nicht, dass das jetzt wahrscheinlich für die Fische einen Unterschied macht, aber das zeigt natürlich hier auch wieder vom Produkt einfach her, dass man da auch dem Angler sicherlich was Gutes tun will und das einfach cool aussehen lassen will. Ganz genau. So, der Haken schon uns natürlich ab, aber den lassen wir jetzt mal lieber dran, sonst nimmt es hier noch eine böse Wendung mit mir. Ja, ansonsten auch sehr interessant hier nochmal der extra Bogen drin. Ne, da wird man hier wahrscheinlich, habe ich auch schon öfter mal mich gefragt, auch in den Videos, gibt immer wieder Spinnerbaits, die hier vorne so eine ganz kleine Vertiefung nur haben, wo wir dann Gummi rüber machen müssen. Oder man kann halt auch einen Sprengring nehmen oder sowas. Da weiß ich halt immer nicht, warum man nicht einfach einmal das rumlegt, um dann natürlich zu verhindern, dass beim Auswerfen der Snap dann halt verrutscht. Aber hier sieht es auf jeden Fall so aus, als dass wir hier dieses Problem nicht haben. Weil der Snap müsste dann natürlich auch noch erstmal hier um die Ecke. Das wird man wahrscheinlich durch diesen Knick hier nochmal extra so gelöst haben. Ja, ansonsten schöne Farbe, sehr natürlich. So ein bisschen UV unten. Auch wenn es natürlich, wie vorhin schon mal angesprochen, vielleicht die meisten Fische gar nicht interessiert. Aber sehr interessant. Schönes Ding. Schöne Größe. Passender Trailer haben wir sicherlich hier als Auswahl mit dabei. Schon toll. So, und dann würde ich mal sagen, was das hier? Ganz genau. Eine wirklich, wirklich tolle Box. Also wenn ihr noch ein bisschen Geld zu Weihnachten bekommen habt und nicht wisst, wohin damit. Und wirklich eure Tackle-Boxen noch ein bisschen Platz haben, dann könnt ihr euch gerne noch so eine Box bestellen. Finde ich tatsächlich sehr geil. Mein Highlight tatsächlich, fast würde ich ehrlich sagen, ist der hier. Das habe ich so auch noch nie gesehen, wobei ich auch das noch nie gesehen habe. Und auch die sind auch sehr geil, aber der ist irgendwie sehr interessant. Finde ich ziemlich nice, ganz genau. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr diese Box findet und was ihr daran am coolsten fandet. Und dann wünsche ich euch heute auf jeden Fall noch einen ersten schönen Weihnachtsfeiertag. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Und lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns später. Ja, macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.